Dies ist damit nicht gelungen. Du streichst und kratzt über die Wand und versuchst dann auch dich nach oben zu ziehen. Du merkst, dass die Steinhäute dir nachbröckeln und siehst, wie jetzt die beiden Wachen aufmerksam in deine Richtung schauen. Ich lehne mich nur an die Wand und drücke da die Hände drauf. Also es ist kein... Sie Ich haben klettere dich nicht. nicht gesehen, aber sie kommen jetzt langsam auf dich zu. Gehe ich wieder weg. Und die Wand möchte nicht beklettert werden, hat sie mir mitgeteilt. Ja. Würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe. Sich-Verstecken-Probe. Ja. Sich-Verstecken-Probe, wieder nur die 8. Ja, wieder nur die 8 und wieder die Sinnschärfe von den Wachen. Ich frage mich, was genau sie jetzt gerade gehört haben. Du bist dir selber nicht ganz sicher, was sie gesehen haben, aber eine der Wachen, also sie stehen jetzt beide an der Wand, an der Stelle, wo du eben lang gestrichen hast. Du siehst, wie sie da wohl so zwei, drei kleine Kiesel aufheben und schauen dann, verfolgen sie dich mit ihren Blicken oder können sie da wohl irgendwas fluoreszieren sehen? Sie schauen mal in diese Eingangshalle hinein und unterhalten sich dann wieder, leise brummelnd. Würfel mal Kuslika, Gariti. Gariti. Das ist eine Sprache und Schrift und... Die Sprache, genau. Gelungen. Weißt du eigentlich, wo die beiden sind? Ahnung, ich weiß nicht, wo Talon ist. Sind die eigentlich stehen? Keine Ahnung. Akan ist eigentlich zuverlässig. Lassen wir mal Kamotil fragen. Kamotil! Wo sind die beiden? Verstehst du nicht weiter, du huschst die Treppe nach oben und die anderen, ihr könnt das unten auch hören. Auch unten hört man das, okay. Dann muss ich ja nichts tun. Dann hast du deine Aufgabe quasi schon erfüllt. Du kannst die Treppe nach oben rennen oder willst du dort bleiben? Ich möchte die Treppe nach oben. Die Wand hat mir ja gesagt, sie möchte nicht beklettert werden. Ja, du rennst die Treppe nach oben und stehst in einer kleinen Halle. Die ist noch leer und verlassen. Du kannst wieder in den Festsaal blicken, der unter dir liegt. An der Stelle, wo jetzt normalerweise die beiden Wachen stehen würden. Und weitere Räume und Gänge, die dann neben der Galerie abführen. In 1, 2, 3, 4 Räume. Allesamt sind sie wohl beschriftet, aber du kannst es nicht lesen. Du kannst eine weitere Stelle erkennen, die ähnlich aussieht wie dieser Wachraum. Allerdings steht dort keiner. Mich interessiert gerade, hier war ja dieser Treppenaufgang, den wir hochgekommen sind. Ja. Ging der weiter hoch? Nein. Okay, aber ich sehe hier trotzdem meinen Treppenaufgang. Ja, in einen weiteren Teil des Gebäudes, der weiter nach oben führt. Ah, es geht weiter hoch. Okay, cool. Oben ist Wind, oben ist gut. Gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben. Ja, du kannst die Tür öffnen, leise, und stehst dann, ja, wenn du oben angekommen bist, vor einer Tür, die verschlossen ist und tatsächlich mit einem sehr schweren Schloss abgeriegelt ist. Auf einfaches Klinke drücken, du hast das Prinzip mittlerweile wohl verstanden, Tür rührt sich nichts. Gib mir eine Sekunde. Derweil die unten. Im Keller, die andere. Ich würde Abel mir mal zuflüstern. Ja. Wenn du so eine Illusion zaubern kannst, dass sie uns nicht sehen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Sie werden bestimmt bald nachgucken. Und dann sehen sie einen leeren Keller. Sie werden trotzdem herunterkommen. Ja. Und dahinter kann ich ja mein Silenzium wieder sehen. Ich würde eine andere Taktik vorschlagen. Wir lassen sie herunterkommen. Isarun schließt mittels eines Cantus Fortifex die Wand hinter sich, den Zugang, den Ausgang. Ihr wirkt ein Silenzium und wir erledigen sie. Ich weiß nicht, Taloran sollte eigentlich hier stehen, gemeinsam mit Arkan. Tür ist verschlossen, rausgegangen sind sie nicht. Ich gucke Isarun an und nicke. Gehen die rum auf der Galerie? In der Zwischenzeit will ich die Leichen so ein bisschen entsorgt haben, indem ich sie einfach ins Wasser reintauche, sodass sie untergehen. Also du kannst das leise genug machen und du müsstest sie beschweren, damit sie nicht wieder auftauchen, aber du wirst da sicherlich auch genug Eisen gefunden haben von irgendwelchen verrosteten Waffen, dass du sie dann beschwerst und dass dann ihre Körper nicht wieder nach oben treiben, trotz der Rüstung, die sie anhaben. Ja, dann suche ich mich schon um nach einem Ort, wo man halt in Deckung gehen kann, dass man nicht von der Treppe aus gesehen wird und eventuell einen Hinterhalt machen kann. Ich würde in der Zeit den Fortifex vorbereiten, der dauert eigentlich 10 Aktionen.
wenn ich es von den Schritten, die ich von oben her höre, so einschätzen würde, dass ich mir die Zeit lassen kann, würde ich das gerne machen, ansonsten eben nicht. Also Zeit genug hast du noch. Du hörst sie auf alle Fälle, wie sie da jetzt gerade sich oben bewegen. Der Elf ist nicht wiedergekommen. Es sind ungefähr 5 Minuten vergangen, nachdem er dann verschwunden ist. Jetzt ist da oben wohl irgendwie Bewegung und das wird wohl auch mit dem Elfen zusammenhängen. Dann würde ich mich so direkt neben der Treppe positionieren oder unter der Treppe, wenn das so nur einfache Treppenstufen sind, also keine gemauerten Stufen. Ist gemauert, aber in den Fels gehauen. Also du kannst dich nicht darunter verstecken, sondern nur daneben. Dann muss das reichen. Ich würde mich auch so posieren, dass sie mich nicht gleich sehen, wenn sie runterkommen, aber so, dass ich vielleicht um die Ecke schauen kann und einen Blitz wirken könnte. Was? Wie gesagt, ich möchte gerne mit umschauen, dass wir irgendwo in Deckung gehen, als wenn nicht sofort gesehen werden. Und natürlich dem anderen Magier deuten, dass wir die Event-Petilsteine stecken. Gut. Wird natürlich so getan, dass die werden wieder verstaut, sodass es hier kein fluoreszierendes Licht gibt und ihr nur noch von den toten und leeren Augenhöhlen der skelettierten und vermoderten anderen Leichen angeblickt werdet, die hier ab und zu mal rumtreiben. Gut, dann könnt ihr weiteres Treppengeräusch hören, Wachen, die nach unten schreiten. Langsam. Der Silenzium. Gut, wann willst du den Silenzium zaubern? Sobald. Also, gucke Isarun noch einmal an. Sobald ich denke, dass sie bereit ist, den Vortifex zu zaubern. Ich weiß nicht, ich würde den Silenzium wirken, wenn die auf halber Höhe der Treppen sind. Die werden ja wahrscheinlich zu zweit darunter gehen, oder? Ich weiß das nicht. Du hast mehrere Stimmen gehört. Also sie können auch zu zweit nebeneinander gehen. Das geht ja, weil ihr seid ja auch an denen vorbeigelaufen. Also diese Runde hat sich hochgedrückt. Darfst nicht vergessen, dass ich momentan sehr gut hier unten sehe. Ja, ist richtig. Also ich würde halt gucken, dass ich wirklich beide sehe. Oder also zumindest zwei, wo ich den Silenzium zünde. Ja, ich würde dann halt schon anfangen zu zaubern und das versuchen so zu timen. Ein Fortifex bereithalten, der sich dann hinter die legt, wenn sie unten sind. Ja, also wenn sie halt durch diesen Türdurchgang geschritten sind und auf der Treppe sind oder meinetwegen auch weiter runter. Ich würde mich dann auch versuchen, so ein bisschen zusammenzukauern, so dass ich dann vielleicht mit meiner Kapuze auf dem Kopf aussehe wie irgendwie so ein Ballenstoff oder sowas. Danke! Organischer Abfall. Mendarion, du stehst vor einer Tür aus Holz mit einem enormen Schloss davor. Was möchtest du tun? Nun, die Tür möchte offensichtlich nicht geöffnet werden. Das ist wohl etwas, das mir meine einstweiligen Kameraden besser erklären können, also ziehe ich meiner Wege. Die Tür jetzt aufzuzwingen wäre ja nicht sehr neffisch. Außerdem kann ich es nicht. Du kannst auf der anderen Seite Stimmen hören und dann auch Schritte, die näher kommen. Ja. Ich entferne mich. Oder ich werfe mal Neugier. Das ist, glaube ich, gerade angemessen. Ja, ich entferne mich. Was auch immer dahinter ist, es wird sich wohl zu gegebener Zeit offenbaren. Ja, du kannst dann die Stiege wieder nach unten steigen und hörst dann über dir das Klicken. Klicken von Metall auf Metall. Und dann ein krächzendes Holz, was wohl die Tür ist, die aufgeschoben wird. Ja, dann bleibe ich unten am Absatz stehen und haue hier einmal hinauf. Wie man das sagt, ob ich jemanden höre, ob noch geredet wird. Akia, was du's? War wohl nichts. Dann hörst du ein wehleidiges Klagen von oben. Als ob dort Schmerz und Folter vorherrscht. Das reicht mir dann, um mich zu vertreiben. Das ist eine Art von Klang, die ich nicht brauche. Derweil klingen Schritte von Leder,
Ja, mit Eisenbeschlägen auf Stein. Und die ersten Todeswachen und die Todesdiener treten die Treppe nach unten in den Keller. Was voll Eck, pass mal auf, dass die Tür nicht zuschlägt hinten. Da wäre finster hier drin. Wo sind sie hin? Ich sehe sie nicht. Warte mal. Sandko, ist hier drin? Ja, nach und nach haben sie sich nach unten geschoben. Würfeln wir mal bitte eine Sich-Verstecken-Probe. Sie ist erleichtert um 5 Punkte. Dagegen die Sinnenschärfe. Erschwert um Dunkelheit? Nicht erschwert, es ist nur die Probe, auf das Sich-Verstecken ist erleichtert. Okay. Ich würfel eine Probe für beide. Ja, mit der 19. Was mit den anderen? Sich-Verstecken. Abelmir, Boltax. Ich bin ja gerade, sobald sie reingekommen sind, am Zaubern. Also ich werde mich erst bei mich versteckt haben. Warum hast du dich nicht erst versteckt und dann gezaubert? Ja, das macht mehr Sinn. Also ja. Zeit genug zum Verstecken hast du auf alle Fälle, ja. Gut, super, dann schauen wir mal. Nee. Ja, dann ist auf alle Fälle Boltax von größtem Interesse, wenn es jetzt zum Kampf kommt. Wir gehen in die Initiative. Ihr seid maximal orientiert. Die Initiative von den Todesdienern und den Todeswachen haben wir schon ausgewürfelt. Wir beginnen mit Boltax. Ja, Silenzium geht durch. Also ich zauber den Silenzium, beziehungsweise ich habe hier schon angefangen, ihn zu zaubern, als die Treppe runtergegangen sind. Das heißt jetzt zweite Aktion Silenzium und dann schauen wir mal gleicher Wirkungsweise wie eben. Sehen die beiden Boltax? Ja, Boltax wird gesehen und ist jetzt auch ohne Ton von Interessen. Wo ist dein Interesse? Naja, noch ist der Silenzium ja nicht durch, oder? Das ist richtig. Ja, könnt ihr ziehen. Freie Aktion, da sitzt doch einer! Und dann ist es still. Wie ist das jetzt? Sind die jetzt alle schon innerhalb dieses Türverschlags durchgegangen? Also, ja, genau. Ich hatte extra darauf gewartet, dass sie dann alle hier hinten sind und jetzt könntest du quasi mit dem Fortifex zusperren hinter ihnen. Ja, perfekt, dann mache ich das. Genau darauf habe ich. Also, weil ich wusste, dass du das tun wirst, deswegen habe ich sie alle da mal hingesetzt. Ich würde auch vorziehen. So, also stopp. Boltax hatte seinen Silenzium gewürfelt. Jetzt zieht Iserun vor und holt ihren Fortifex raus. Das ist die erste Aktion. Habe mir. Ich würde auf die ersten beiden unteren erstmal einen Blitz sich finden. Gucken. Klasmen für Zeit. Was? Die beiden unteren, ja. Genau, Klasmen für Zeit. Blitz kannst du nicht Zeit lassen. Ah, ja, gut, dann mal normalen. Hier ist auch ganz gut gelungen. Ja, die MR von den beiden ist, ja, ich sag mal, eine 6 plus 2, weil es 2 Leute sind, ist 8. 14 minus. 6 Sternchen. Mhm. Sternchen Blitz. Du hast eine Aktion vorgezogen, warte mal. Ja, genau, es muss eine Aktion sein. Kannst nicht. Und dann fällt die Initiative von denen um? 6 Punkte. Um 6 Punkte von der 19. Nee, immer noch nicht, aber nee. Sie sinkt um 15. Genau. W-Punkte, Entschuldigung. Das heißt, sie sind auf der 4? Ja, 15, ja, 4. Ja, von 19 minus 15 auf die 4. Du hast vorgezogen, Iserun hat vorgezogen, Boltax hat eine Aktion gezaubert, die Todeswache muss jetzt handeln. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich möchte mit einer freien Aktion mein Grand-Tutorial wieder offenbaren, dass ich jetzt als einziges von der Gruppe erleuchtet bin und sie praktisch anlocken damit. Und sie angrinsen. Interessant, dass du so eine Art Tank spielen möchtest. Ja, ich grinse sie an und breite meine beiden Rapiere aus. Überzeugen. Oder überreden? Lass kurzfristig überreden. Sternchen. Zehner. Dann machen wir doch Hälfte, Hälfte. Gut, das heißt, ich gehe mit meinen Todeswachen gehe ich auf Kiaras und... Die Todeswachen machst du gar nicht. Achso, das sind deine, ne? Nee, nimm du die Todesdiener, dann kannst du auf der 17 noch ordentlich Spaß haben. Finger weg. Bin meine. Kiaras hatte eine Aktion vorgezogen. Ja, dann mach mit deiner... Eine Aktion, Schritt noch und geh noch mal einen Schritt vor. Haha.
Ja. Sind die mit 10 Sternchen beide überzeugt? Ich gehe davon aus, ja. Gut. Dann, der eine wollte gerade noch einen Befehl erteilen, wie sich ein Mund öffnet. Ja, relativ schnell realisiert, dass er nicht sprechen kann. Ich gebe da mal eine Aktion für ihn. Echt praktisch. Der andere geht von der Treppe runter, positioniert sich in Richtung Kiaras. Du denkst, du hast sie geblitzt, oder? Ja. Ja. Frosty ist 1 zu 1, ja? 1 zu 1. Dann, wie viele Rüstungen haben sie? WE haben sie? 5? Geh mal von der GS7 aus. GS7. Dann geht der andere vorsichtig in Richtung Kiaras. Ist tatsächlich geblitzt. Wie gesagt, ist geblitzt. Kann also später sehr angestrengt hin. Wie er sein Schwert hält, kannst du aber erkennen, dass er wohl mit Feindkontakt rechnet. Voltax scheint man gerade zu deren linker Seite etwas zu ignorieren. Dieses kleine Bündel, das am Boden hockt, was soll das schon sein? Gut, Iserun, du kannst sehen, wie der eine Todesdiener würde ganz gerne die Treppe runterspringen und würde dann direkt auf deinem Kopf landen. Warte mal, ich habe noch eine Aktion. Muss ich da jetzt... Zwei. Also, eigentlich müsste ich das ja jetzt angesagt haben, in meiner ersten, oder? Nein, du siehst, also weil ich jetzt dran bin, nach Boltax, also die 4 ist durch, die 16 ist durch, die 17 ist jetzt dran und die 17 sagt das jetzt an. Du hast einmal vorgezogen und du kannst jetzt auch die Reaktion von ihnen sehen und könntest dann auch weiter reagieren. Okay, also wollen beide jetzt gleichzeitig runterspringen? Der eine würde direkt auf deinem Kopf landen und der andere würde auch runterspringen und nicht auf deinem Kopf landen, aber der würde dann Boltax angreifen. Dann möchte ich die gerne blitzen. Beide? Ja. Gut. So, Silenzium wirkt, das heißt, ich habe jetzt eine Erschwernis von insgesamt +4. Möchtest du mir die MR sagen oder alles einfach mal würfeln? Oh, das ist auch wieder eine 6. 6 plus 2. Alles klar, also dann einer +12. Warte mal, das hat er nicht eingetragen. Wir müssen uns nachträglich abziehen. Geht. Ach, jetzt weiß ich, was er eingetragen hat in so einem Idiot. Ach ja, egal. Blitz. Boah, ja. Ja, nicht besonders gut, also der hängt jetzt nicht ewig lange, aber... Dann fällt die Magieresistenz um sich. Hä? Magieresistenz? Die Initiative? Die Initiative fällt um 20, genau. Dann sind sie auf der 0. Können sich nicht orientieren. Sie können nur noch... Sie können Abwehraktionen machen. Ja, genau, sie können parieren. Sie dürfen diese Abwehraktion explizit allerdings auch umwandeln. Was? Wo steht das? Im BDS. Sie verlieren nur ihre Angriffsaktion. Richtig. Sie verlieren die Angriffsaktion und haben noch eine Parade offen. Eine. Genau, die dürfen halt mit der Parade umwandeln und dich attackieren. Männer +4, wie immer. Ja, Todesdiener hat da trotzdem eine Aktion Position angesagt und springt jetzt auf den Kopf. Komm, Fallschaden aus 1 Meter Höhe, das kannst du schon sein. Wieso aus 1 Meter, aus 3 Metern Höhe? Treppe ist 3 Meter hoch! Was ist das denn für eine krasse Treppe? Naja, das ist... Links. Ja, was ist ein Stockwerk? Wir sind im Kellergewölbe. Also. Stockwerke, er steht ganz oben und springt dann auf dein, ich sag mal 2 Meter, ich bin ein gnädiger. Erschwerung in 4 mindestens, oder? Wieso? ZFP-Erschwernisse auf Talentproben. Ja, das ist nur keine Talentprobe. Ja, dann fällt er halt. Ist doch, also wir können ihm sonst auch gerne den Fallschaden für ihn selber drücken, aber Iserun bekommt auf alle Fälle auch 2W6 minus 2. Runter kommen sie immer. Ich wollte gerade sagen, runterkommen sie immer. Es ist ja, also er kann auch gerne hinfallen, das ist nicht das Problem, aber er wollte runterspringen und hat jetzt trotzdem. Du darfst ausweichen, Probe suchen, Iserun. Ah ja, Probiere ich das. Oh, fang ihn doch auf. Ja, das wäre sehr elegant, aber ich schaffe es. Wow. Ich weiß jetzt nicht, wo der Modifikator. Ah doch, ich weiß, wo er herkommt. Alles gut. Warum weichst du genauso gut aus wie der Elf? Dann verlierst du 4 Punkte Initiative, ne? Joa, dann ist es halt so. Besser als Schaden zu fressen. Dann bist du auf der 18. Todesdiener landet neben dir. Der andere springt ebenso runter. Ich schau gerade mal, ob der Schaden bekommt. Durch. Nee. Wohl nicht. Auch gerade, weil er am Wasser landet, aber. Also, sie stehen das auf alle Fälle alle da. Voltax war durch.
Ja, also wie gesagt, meine zweite Aktion habe ich ja nicht angesagt, was ich machen wollte. Ist eine defensive Aktion gewesen. Passt dann. Dieser Run ist auch ausgewichen. Mendarion ist nicht da, aber mir hat noch eine Aktion. Kann ich mich zu ihm hinbewegen, seinen Rücken bewegen? Du hast eine Aktion-Position, wenn du willst und du siehst, wie sie stehen. Also, Rücken wird wohl schwer, aber versuch kann es. Kann ich mich dort bewegen? Dann frisst du erstmal einen Passierschlag. Ja, kann ich sehen. Eine Aktion Schritt, dann bist du auf, dann bist du noch 8 Meter entfernt und dann kannst du 8 Meter hin, aber ja, du kriegst einen Passierschlag. Er kann auch nicht sehen, wie soll er einen Passierschlag machen? Er ist nicht blind durch den Blitz, er ist nur eingeschränkt. Wieso ist er aber blind? Aber weil der Blitz kein Erblindungszauber ist. Genau. Ein geblendetes Opfer steht hier. Ja, sonst würde kann es auch nicht gezielte Aktionen anwenden. Also du bewegst dich in seinen Kampfbereich hinein. Möchtest du das gerne tun oder möchtest du vor ihm stehen bleiben? Oh, ich stelle mich dorthin. Okay. Nur kurz der Hinweis. Also sein Angriff ist um 8 erschwert und dann nochmal zusätzlich um die ganzen Blitzmodifikatoren. Gut. Hätte ich so oder so nicht getroffen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass er es kann. Nee, der 1 ist im anderen. Alles klar. So, Abelmir Aktion Position. Kiaras hat eine Aktion noch. 3. Ich möchte mich dazwischen bewegen. Geht das? Nein. Da kannst du hin. Ja. Ja. Gut. Und 3 Aktion Schritt. Solltest du am besten erst machen. Und ihr wisst, dass ihr auf DKS abgefangen werdet, ja? Anderthalb Bänder und so. Ich bin nicht reif. Gut. Wir fangen mit der zweiten Kampfrunde an. Die Null ist dran. Möchte jemand vorziehen? Ja, ich würde gerne vorziehen. Nein. Ich würde gerne vorziehen. Und mich in seiner Reichweite laufen, als ich auf Nahkampf bin. Pariert. Also wird pariert. Du willst gegenhalten, aber blitzig werden. Kann er das? Kann er mich parieren? Ja, selbstverständlich kann er parieren. Du das Verkürzen kann pariert werden, das Verlängern nicht. Würfelt jetzt einen Angriff, erschwert um 6 Punkte, meine ich? Nein, er ist nicht erschwert zum Verkürzen. Normale Attacke. Geschafft. Dies ist nicht pariert, wenn man den Blitz mit einbetrachtet. Aber mir ist auf DK1. War kein Schaden gemacht, genau. Ich möchte gerne eine freie Aktion machen. Und zwar möchte ich sagen, Boltax zurück. Ach nee, gar nicht, wir haben ja Dingens. kann ich mich kurz umdrehen und das machen oder dauert das zu lang? Du kannst dich umdrehen, also in seine Richtung, ja. Drehst du halt dem Wächter den Rücken zu. Im Diener. Zumindest die Seite, also eine -3 kriegt er auf alle Fälle. 3? Ja, dann ich würde das machen. Ich meine, das ist eine freie Aktion. Ich kann ja immer noch vor ihm ziehen, wenn er jetzt wirklich was macht. Also du kannst auf alle Fälle davon ausgehen, dass er dir jetzt versucht, den Rücken zu schlagen. Ja, dann drehst du dich um. Was tust du, Boltax? Zeichensprache? Genau. Dass er sich zurückziehen soll. Also. So, beide Attack. Ich glaube, das Zeichen für zurück ist relativ einfach, aber... Ja, dann ist das halt eine sehr einfache Attack. Ja, wie gesagt. Wir sind im Kampf, er steht unter Stress, es ist dunkel. Ja, ich muss nur gucken, wo Attacke ist. Ah, hier, okay. Warum bekommt das hin? Ja, ich... Boltax, du schaust sie an, also du siehst auch ihre Hände, aber du kannst das nicht so schnell wechseln, wie Isorun das gerne hätte. Ja, dann bin ich mit meiner Null dran. Ich würde Isorun gerne, ich muss gerade überlegen, ja doch, ich würde umwandeln und dann mit einem geblitzten, umgewandelten dir in den Rücken stechen. Okay, schaffe ich es noch, mich herumzudrehen, um meine Abwehraktion zu machen? Du musst so oder so musst du eine Aktion-Position machen, weil du eben ausgewichen bist, aber du könntest dich damit auch wieder in Defensivposition bewegen, ja. Ohne, dass ich irgendwie den Boltax jetzt umrumple. Ja, das geht. Ja, dann würde ich das machen. Boltax ist klein, der hält das aus. Ich würfel schon mal meinen Streitkolben. 1. Tut mir leid. Kritischer Erfolg. Okay. Hat er wirklich genug über, um dass das ein Crit ist mit der 5? Okay, das rechnen wir mal durch. 18, dann in den Rücken bin ich bei einer minus 5. Plus dein Blitzwert. Es wird gleichmäßig von Attacke und Paracke. Die Sternchen oder die vollen ZFW? Die Sternchen. Und das auf jeden Fall davon aus, dass er es auf jeden Fall schafft. Dann wird das geschafft. Ja, das würde er geschafft haben. Dann eine halbe Parade von dir. Oder ein halbes Ausweichen. Ja, ich mache eine halbe Parade. Oder?
Schicksalspunkt geht natürlich auch immer. Ja. Ich will mal Hochfaktorprobe für meine. Exemplarisch wäre das auch gar nicht so viel gewesen, aber. Ja, Bruchfaktor steigt um 1. Ich weiß nicht, ist ein magisches Schwert, ne? Dann. Nein, das ist nicht magisch, das ist nur verbessert. Nur verbessert? Ja, dann steigt der Bruchfaktor um 1. Alles klar. Ein schwerer Hieb, der dich trifft. Du kannst noch gerade rechtzeitig dein Langschwert hochreißen und siehst, wie der Sporn einen halben Zentimeter vor deinem Auge abhält. Das war mein erster. Dann würde ich ganz gerne... Ich wollte ja auch vorziehen. Ja. Mach. Ja, also eigentlich wollte ich ja zurückgehen, aber da ich das jetzt nicht verstanden habe, was Isarun gesagt hat und ein bisschen verwirrt bin und auf einmal haut der auf sie ein... Denke ich, ich muss ja natürlich erstmal zur Seite stehen. Deshalb denke ich mir, das hat ja schon so gut geklappt mit den Untoten, die ich niedergeworfen habe mit dem Archophaxius. Ich versuch's doch nochmal. Archophaxius, ja. Der braucht eigentlich 4 Aktionen. Ich möchte ihn gerne in 2 Aktionen machen. Also halbierte Zauberdauer und ich setze natürlich wieder nur ein W6 ein. Nur zum Umwerfen. Clever. Hat nicht geklappt. Ja, du streckst deine Hand aus ihm entgegen, brüllst die Formel. Na, du musst keine Formel brüllen, aber du bist verwirrt. Du siehst, wie Isarun gerade mit ihm ringt, mit ihm kämpft, wie dieser Sporn direkt vor ihrem Auge stehen geblieben ist. Oh, Kämpfe, das war noch nie deins. Und du versuchst dich zu konzentrieren, aber Mutter Sumu hier direkt in so einem Bergfried. Schwierig. Und dann siehst du, wie dieser zweite Todesdiener versucht, durch das Wasser auf dich zuzuwarten. Ja, naja, ich habe jetzt zum Glück Zauberkontrolle, dann breche ich es ab und zahle halt nur die Hälfte der. Sturmangriff kostet 2 Aktionen oder. Ja, 2 Aktionen, 4 Punkte Erschwernis. Oder beide Aktionen der Kampfrunde. Ich sehe nach. Das ist jetzt nämlich interessant. Es ist mein Dafürhalten, dass du. Es ist mein Dafürhalten, dass du ihn nicht machen kannst, da du die Geschwindigkeit nicht aufbringen müsstest, weil du dafür sprinten musst. Ja, du bist auch im Wasser. Nee, gut, lass ich vielleicht, sein. Vielleicht wäre es okay, wenn du halt die Aktion aus beiden Runden aufgibst. Ich bleib stehen und würde parieren. Das heißt, ich werde mich nicht auf Boltax zubewegen. Gut, ich habe ja noch eine Aktion mit der zweiten Aktion, die ich ja jetzt nicht zaubern muss, weil ich ja schon merke, dass er nicht funktioniert, würde ich mich dann... Du feiger Hund.